Ja, hier ist er wieder, euer Polkat. Ich bin hier auf der Karte Geisterstadt unterwegs. Das Ganze ist ein Verteidigungsgefecht für meine Seite. Ich fahre den Sherman VC Firefly. Der hat eine 76,2 cm Kanone und ist ein Premium-Panzer der 4-Stufe 6. Und zwar ein Medium der Engländer. Ja, negativ Richtbereich 6 Grad hat die Kanone, 20 Grad positiv Richtbereich. Durchschlag 171 mm mit Standardmunition im Durchschnitt, 239 mm mit Premium-Munition, 38 mm mit HE-Granaten. Schadenswerte 150 mit Standard- oder Premium-Granaten und 190 Schadenspunkte mit HE-Granaten. Und ihr seht meinen Feuerkampf hier auf große Entfernung. Die Gegner dürften mich auf keinen Fall hier aufspotten. Hier zum Beispiel 481 Meter. Und ich lande hier und da schon einen Treffer mit Durchschlag. Man darf auch nicht vergessen, der Firefly in diesem Gefecht ist Top-Tier. Ich als Sechser bin hier in einem Gefecht mit Fünfern und Vierern. Da kann man auf weite Entfernung sicherlich fast jedes Fahrzeug penetrieren, durchschlagen, beschädigen oder auch zerstören. Ja, so wie ich das Fahrzeug nutze, ausgestattet habe, habe ich hier theoretisch einen Schaden von 2422 Schadenspunkte pro Minute. Die Wannenpanzerung ist nicht so doll, 51 mm frontal. 38 mm rundherum. Die Turmpanzerung frontal sind 76 mm und 51 mm rundherum. Also ein Panzerungswunder ist er nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, aus der zweiten Reihe dem Team Unterstützung zu geben, sprich supporten, sprich ich will mich nicht so angreifbar machen, indem ich mich vorne hinstelle und mich dann zusammenschießen lasse. Also folge ich mal der Horde ganz gemütlich. Ja, leider nicht getroffen. Und hier seht ihr auch 308 Meter Entfernung. Und ich bin nicht aufgegangen, weil der Churchill so eine schlechte Sichtweite hatte. Hier sind es 377 Meter. Also eine Matilda seitlich. Kein Problem. Immer rein mit den Granaten. Jetzt bin ich aufgegangen, weiß nicht, wer mich aufgedeckt hat. Aber ich glaube nicht die Matilda, das hätte sie schon etwas früher geschafft. Schon beim ersten Schuss, da stand sie noch dichter bei mir dran. Also ihr seht, ganz easy 1216 Schadenspunkte mitgemacht. Da geht auch noch viel mehr. Ja, Sichtweiten meines Panzers, so wie ich ihn ausgestattet habe, sind 425 Meter in dieser Tierklasse. Ist das schon ganz anständig. Da haben wir einen KV-1, der sieht aus, als wäre er AFK, ist er aber nicht. Und den versuche ich erstmal zu ketten. Weil... jetzt habe ich ihn gekettet, jetzt kommt er nicht mehr weg. Und wieso ist er nicht AFK, obwohl die Kanone nach unten zeigt, der Turm sich nicht bewegt? Man kann, wenn man drauf achtet, immer wieder sehen, wie sein Kanonenrohr ein bisschen zuckt. Und zwar immer, als würde er schießen, geht es ein bisschen zurück. Und den halte ich jetzt gekettet. Und ja, den Kill kriege ich nicht, aber ich habe einen Haufen Schaden auf ihn verursacht. Und auch meinem Team ermöglicht, Schaden auf ihn zu machen. Auf der Entfernung bin ich auch nicht aufgegangen. Und wo sollte jetzt noch der letzte Gegner hocken, wenn mir ihn noch keiner aufgedeckt hat? Natürlich auf A4. Oben auf dem Berg zwischen den Büschen als CD wird er stehen und seine drei Kills gemacht haben. Indem er auch sich hat nie aufdecken lassen. Der war nie. Jetzt hat er sogar vier Kills verursacht. Der wurde nie gespottet, also der hat die Büsche da genutzt, seine erhöhte Feuerstellung auf
der Anhöhe auch und hat die Gegner aus dem Leben gesnipert. Und da haben wir ihn doch. So, 529 Meter. Da haben wir ihn gekettet. Also, die Kanone, die kann schon mal was. Und das soll es auch im Gefecht gewesen sein. Das haben wir gewonnen. Ja. Ja, kommen wir zur Auswertung. Ich bin gespannt, was es jetzt hier gibt. Erste Klasse, zweite Klasse. Da bin ich echt gespannt. Oh, eine zweite Klasse gab's. Es war ein schönes Gefecht. Ich hätte hier eine erste Klasse erwartet, ehrlich gesagt. Aber daran kann man schon mal sehen, dass der Sherman Firefly wohl ein sehr starker Panzer ist, von sehr starken Leuten gespielt wird auch. Oder Leute, die ihn kennen, ihn auch richtig gut nutzen. Eine zweite Klasse ist es geworden. Dann einmal hier Wirkungsfeuer, oder? Ja, Wirkungsfeuer und nochmal Schläger. So, drittbesser des Teams mit 2114 Schadenspunkten, ein Kill, 26 Schüsse abgegeben, 18 Mal getroffen, 15 Mal den Gegner beschädigt. Auf über 300 Meter Entfernung war mein ganzer Schaden von 2114 Schadenspunkte. Ja, 6 Gegner beschädigt, ein vernichtet. 458 Schadenspunkte zu machen, meinem Team ermöglicht. Ja, 48.214.000 Kreditpunkte reingewinnen. Ich habe insgesamt 3.947 Erfahrungspunkte bekommen. Und ich habe persönliche Reserven an, und zwar einmal hier Panzererfahrung, Besatzungserfahrung und hier freie Erfahrung. Ja, gehen wir schnell mal wieder in die Garage. Ja, Firefly, ganz interessanter Panzer. Schön Negativrichtbereich, kann man ihm nicht nachsagen, aber er hat eine schnelle Schussfolge, das habt ihr gesehen. Und auf Entfernung, ja, dem Team Support gegeben, sprich Unterstützung. Und dann habe ich da halt gewonnen. Ja, das soll es auch gewesen sein. Kurzes, schnelles Video. Tschüss, euer Burgelcut.